Und in der heutigen Folge schauen wir uns alle Spielsachen der Super Wings an. Als erstes haben wir hier das Flugzeug von Jerome. Gleich daneben das Flugzeug von Mira. In der Mitte das Flugzeug von Chad. Rechts daneben das Flugzeug von Dizzy. Hier haben wir Paul und zu guter Letzt Donny. Und all diese Roboter können wir auch wegen der Serie zu Flugzeugen verwandeln. Also Beine zusammenstecken, nach hinten klappen und die Fahrwerke ausfahren. Und dann wird aus dem Roboter Donny ein Flugzeug. Und dasselbe funktioniert natürlich auch mit Paul. Flügel nach unten klappen, Beine zusammenstecken, Fahrwerke ausklappen und alles in Position. Das Flugzeug von Paul wäre bereit. Gleich daneben haben wir den Helikopter von Dizzy. Auch hier Beine einklappen, Arme anstecken und fertig. Dann ist der Chat an der Reihe. Auch hier Arme anlegen, Beine zusammenklemmen und nach hinten klappen. Danach noch die Räder ausklappen und Chat ist fertig. Als vorletztes Fahrzeug haben wir das grüne Flugzeug von Mira. Auch hier Arme anlegen und Triebwerke nach hinten klappen. Zu guter Letzt noch die Räder ausklappen und weiter zum letzten Flugzeug. Auch hier müssen wir die Arme nach hinten klappen. Danach die Beine wieder zusammenstecken, ebenfalls nach hinten klappen und die Flügel ausfahren. Und dann hätten wir auch den letzten Roboter zum Flugzeug verwandelt. Dann kann es weitergehen zum nächsten Flugzeug, nämlich den ferngesteuerten Jet mit einer Fernsteuerung und natürlich dem Flugzeug. Mit der Fernsteuerung können wir Jet entweder im Kreis fahren lassen oder geradeaus zum nächsten Spielzeug. Nochmal einen Kreis drehen und dann geht's weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich dem kleinen Figurenset. Mit dabei sind die kleinen Flugzeuge von Albert, Mira, Chad und Donny. Auch diese können verwandelt werden. Hier kann man die Beine einklappen und die Arme ausklappen. Bei Chad dasselbe. Beine nach hinten klappen und Arme ausklappen. Genauso bei Mira und bei Albert. Und mit dem Albert fliegen wir gleich los zur Kommandozentrale. Denn hier gibt's eine Rampe, die dieser herunterrutschen kann. Und gleich hinter der Rampe befindet sich schon das nächste Spielzeug, nämlich der verwandelbare Jet. Mit dabei ist eine Figur von Jet und jede Menge Einzelteile, wie zum Beispiel zwei Arme, Triebwerke, eine Abdeckung, ein auswechselbarer Mund, ein Augenset und natürlich die Figur von Chad. Und diesen können wir mit den Bauteilen zusammenstecken. Also den rechten und den linken Arm anstecken, hinten die Abdeckung aufstecken. Und wie wir hören, hat Chad sogar Soundfunktionen. Jetzt können wir die Beine gegen ein Fahrwerk austauschen, beide Arme entfernen, die Abdeckungen aufstecken, danach noch hinten die Abdeckung entfernen und das Triebwerk anstecken. Und wenn wir jetzt die Soundfunktionen aktivieren, dann, wir hören's und sehen's, werden Licht- und Soundfunktionen der Triebwerke aktiviert und dann kann Chad in der Luft seine Runden drehen. Und genauso schnell kann Chad auch wieder zurückverwandelt werden. Abdeckungen abnehmen, beide Arme anstecken, unten die Fahrwerke herausziehen und durch die Beine ersetzen. Und dann kann Chad weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich dem Takeaway Tower. Auch hier ist eine kleine Figur von Chad mit dabei, aber viel wichtiger, im Inneren der Verpackung befindet sich ein riesiger Chad. Den können wir später aufklappen. Jetzt fehlen nur noch die beiden Flügel, einmal der rechte und der linke. Die beiden Flügel stecken wir an und schauen uns jetzt mal an, was Chad so alles für Funktionen hat. Also losfliegen und auf
zur Rundumsicht. Und das Flugzeug von Chet ist wirklich riesengroß. Hinten sehen wir die riesigen Triebwerke, aber jetzt klappen wir die Figur mal auf. Oben den Hebel entriegeln und dann kommt uns schon ein Tower entgegen. Zwei Rampen, die wir ausklappen müssen. Ganz hinten müssen wir noch was anstecken. Und dann wurde aus dem Flugzeug von Chet im Handumdrehen ein kleiner Flughafen. Und diesen testen wir jetzt mal aus. Dazu brauchen wir das kleine Flugzeug von Chet. Hier noch die Rampe ausklappen. Jetzt testen wir mal den Tower aus. Flugzeug einsetzen, Tower drehen, Weiche umstellen für die andere Seite und dann auf den Tower drücken, um das Flugzeug zu starten. Außerdem gibt's ganz vorne noch eine kleine Kommandozentrale mit einer Weltkarte, verschiedenen Knöpfen, einem Bildschirm und vielem mehr. Und mit der roten Taste da können wir vorne die Nase von Chet öffnen. Auch hier lässt sich wieder eine Rampe ausfahren und danach kann Chet wieder nach unten rasen. Und auch dieses kleine Flugzeug ist sogar verwandelbar. Die Triebwerke und Arme können wir ganz einfach einklappen und mit einem Drücken auf die Nase verwandelt sich dieses wieder. Aber jetzt zurück zum Tower, denn jetzt testen wir aus, ob sich gleich zwei Flugzeuge gleichzeitig starten lassen. Also Chet und Paul in Position bringen, den Tower drehen, die Schranke öffnen und starten lassen. Und dann rasen sowohl Chet als auch Paul nach unten. Jetzt testen wir mal aus, was passiert, wenn wir die Schranke nicht geöffnet hätten. Den Albert auf den Tower setzen, Schranke schließen und starten lassen. Und so wird den Flugzeugen das Runterfahren der Rampe verwehrt. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie lange es dauert, das Flugzeug wieder zurück zu verwandeln. Dazu klappen wir vorne die Rampe ein, schließen die Nase, auch an der Seite die Rampe einklappen und das Seitenteil nach oben klappen. An der anderen Seite das gleiche. Das Flugzeug von Albert entfernen wir, die Rampe klappen wir ein und danach ist das Flugzeug wieder komplett verwandelt. Im Inneren könnten wir dann zum Beispiel noch andere Fahrzeuge und Flugzeuge verstauen. Aber jetzt nehmen wir mal den Chet und fliegen zurück zu den anderen Spielzeugen. Denn auf uns wartet noch ein großes Figurenset mit Flugzeugen von Dizzy sowie von Paul. Außerdem ist auch der Albert wieder dabei und ein Flugzeug von Chet. Aber nicht nur die Superwings sind mit dabei, sondern auch Figuren und Fahrzeuge aus der Serie. Hier haben wir zum Beispiel einen Lastwagen, eine Figur von Jumbo, eine Art Kehrmaschine und einen kleinen Lastwagen. Leider weiß ich nicht, wie diese kleinen Fahrzeuge heißen. Gerne könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Hier haben wir den großen Lastwagen mit dem Superwings Logo und die Figur von Jumbo. Und den setzen wir jetzt mal in den Tower. Hier sehen wir schon jede Menge Knöpfe, einen Bildschirm mit Chat und ganz oben haben wir einen Drehbalken. Bei diesem können wir die Flugzeuge von Chat und Paul einsetzen. Also das Flugzeug verwandeln, danach mit den Flügeln an den Seilen einhängen. Auf der anderen Seite hängen wir das Flugzeug von Paul ein. Und danach können wir den Balken drehen und es sieht so aus, als würden die Flugzeuge um den Tower kreisen. Aber jetzt weiter zu den letzten Spielzeugen, nämlich den riesigen Transformfiguren der Superwings. Als erstes haben wir hier eine Figur von Dizzy. Und dieses Fahrzeug bzw. Figur können wir sofort in einen Roboter verwandeln. Und genauso schnell können wir den Roboter wieder zurück zur Fahrzeugform verwandeln. Also Arme nach hinten schieben, Beine einklappen und Dizzy ist wieder komplett verwandelt. Also weiter zum Fahrzeug von Donnie. Bei diesem haben wir hinten einen Baggerarm und vorne eine Schaufel. Aber jetzt ab zum Verwandeln.
Beine ausziehen, die Arme nach vorne drehen und die Finger ausklappen. Und dann ist aus dem Fahrzeug ein kompletter Roboter geworden. Und dasselbe funktioniert auch andersherum. Arme nach hinten klappen, die Beine um die eigene Achse drehen, einfahren und das Fahrzeug ist wieder komplett verwandelt. Dann kann es weitergehen zum Feuerwehrauto von Chat. Bei diesem haben wir eine Drehleiter mit dabei, welche wir ausfahren können. Und natürlich können wir auch dieses Fahrzeug in einen Roboter verwandeln. Also Beine ausziehen, die Arme nach vorne klappen, Finger ausfahren und aus Chat ist schon wieder ein Roboter geworden. Und dasselbe wieder zurück. Arme einklappen, nach hinten fahren, die Beine nach hinten drehen und einklappen. Und dann kann es noch weitergehen zum letzten Spielzeug, nämlich dem Polizeiauto von Paul. Hier hinten haben wir zwei Blaulichter, welche wir noch ausfahren können. Aber natürlich können wir auch dieses Fahrzeug in einen Roboter verwandeln. Also die Arme ausklappen, die Beine nach unten fahren und fertig. Dann müssen wir nur noch den Roboter zurückverwandeln. Dann wär's das von den Spielzeugen für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.